Es gibt mindestens drei Arten an Mathematik. Erstens kann man Rezepte auswendig lernen. Zum Beispiel die PQ-Formel. Minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe ins Quadrat. Oh, und war das jetzt minus q oder war das plus q? Das weiß man dann einen Monat später nicht mehr. Zweitens kann man alles streng formulieren und herleiten mit Definition, Satz, Beweis. Das passiert zum Beispiel an der Universität in einem reinen Mathematikstudium. Und auch in anderen Fächern, was viele Leute hinterrücks erwischt, die vor lauter raffinierten Beweistricks gar nicht mehr erkennen können, worum es denn da eigentlich gerade geht. Drittens gibt es die intuitive Art an Mathematik. Und das ist die, die ich in diesem Kurs vorführen will. Aus dem Bauch heraus, nicht immer ganz sauber, aber verständlich. Das ist die Mathematik, die man oft in den Ingenieurwissenschaften und in der Physik findet. Immer wenn es darauf ankommt, was zu verstehen, zum Beispiel, wenn was schief geht bei den Formeln aus Normen oder Richtlinien oder bei einer Planungssoftware, die komische Resultate liefert. Inhaltlich geht es um Mengen und um Zahlen. Natürlich auch komplexe Zahlen. Es geht um die Potenzen, um Wurzeln und um Logarithmen. Den Sinus und seine Freunde im Dreieck, rechtwinklig oder nicht. Die Ableitung. Und das Integral. Und ein wenig zum Zufall. Das ist nicht viel mehr als der Abiturstoff, die Grundlage für alle Studiengänge im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. An einer Fachhochschule heißt die Veranstaltung dazu meist Mathematik 1 oder je nach Studiengang auch höhere Mathematik 1. An Universitäten heißt diese Veranstaltung typischerweise Analysis 1. So habt ihr auch schon eine Idee, als welches Fach ihr diesen Kurs vielleicht im Studium anrechnen lassen könnt.